Mission complete. Na, dann machen wir mal weiter mit Omens and Signs. Ach ja, das war das hier. Zwei Fronten. Ach ja, hier das mit den Flugzeugträgern. Ja, ja. Der besten Kurs für diese Mission sind prinzipiell Kanbei und Javier. Die Sache ist, Kanbei darf mittlerweile einen dritten Punkt benutzen. Einkaufen gehe ich mit Kanbei eh nie. Der soll mal seinen zweiten Co. ein bisschen unterstützen. Ich muss ja eh erst einen nach oben schicken, fällt mir da gerade ein. Wen lassen wir denn oben kämpfen? Da oben ist Kanbei auf der Beste. Neben Igel. Tauscht ihr beiden mal. Kanbei, dann kriegst du den hier. Und den hier. Die kannst du da oben am besten brauchen. Und Javier, ja, Glück ist das Beste, was du kriegen kannst. Mit dir muss ich einen Haufen Comtowers besetzen. So, Moment mal. Nee, das war's Falsche. Hier war's. Ja, es steht auf Defensiv. Das passt. Mehr wollte ich ja nicht nachschauen. Machen wir das am besten. Ich muss auf jeden Fall die beiden Comtowers besetzen. Ja, sehr eindeutig sehr defensives Verhalten, was Kanbei hier macht. Ja, das ist das Tolle an Kanbei. Seine Flieger gehen nicht so leicht drauf. Na gut, nicht nur seine Flieger.
Sehr schön, das hat gereicht. Der bewegt die Missile auch nicht weg, da kann ich die da hinten auch nicht mit Trick 17 freilassen. So, Kanbei braucht da oben auf jeden Fall mal ein bisschen Verstärkung. Jetzt wo die beiden Bomben weg sind, kann ich ihm zumindest 3 von den 4 Jägern nach oben schicken. Überlegen, ob ich den mit dem Kopter ködern soll. Es ist nur ein Kopter. Ein Kopter kann ich ersetzen. Wenn wirklich. Sobald das Ding hier weg ist, kann ich mit meinem U-Boot rampagen. Das wäre natürlich auch super. Aber er schluckt den Köder nicht. Interessant. Wenn er nicht nur ein zweites Schlachtschiff hätte, wäre das super. Thank you.
Ich muss jetzt einmal mal schauen, was da gerade, was jetzt gleich passiert. Inwieweit er in die Offensive geht. Ich kann jetzt hier auch leider gerade nicht wirklich viel dazu kommentieren, weil ich wirklich die ganze Zeit angestrengt am Überlegen bin. Ja, das habe ich gehofft, dass er nicht macht. Trotzdem ein bisschen was. Auch mit nur einem Comtower. Bomber oder Jäger? Bomber kriegt man leichter vom Himmel. Kommt mir zwar nächste Runde sowieso mit einer Super, aber was soll's. System Crash. Thank you.
Das hat ja echt super geklappt. Der Ausfall in der letzten Runde. Da hat er noch einen. Ein Benzin hat er noch, das hält er noch aus. So, da hat's Kan bei oben ja geschafft. Oh, und wir haben Tech Power, das ist sehr schön. Na dann schrotten wir mal so viel wie wir können. Code of Honor.
lassen wir doch mal Kanbei ran. Wer von euch hat weniger Benzin? Du hast 17, du hast 12. Den da hinten komme ich jetzt gerade eh nicht ran. Na gut. Machen wir aber 6 HP draus. Wenn wir schon gerade beim Kaputtmachen sind, ne? So, da kommt er nochmal mit einer Supercore-Power, aber ich glaube nicht, dass ihm die noch allzu viel bringen wird. Schließlich ist Kanbei ja am Zug. Oh, 350 Punkte. Gibt für beide ein Level-Up.